Ja! Schnell! Sofort! Schnell! Mir nach! Oh, hier ist da Gottstein. Mir nach! Schauen wir mal, was es da hinten gibt. Da oben gibt es nämlich nur Gegner, die weiter den Gottwall runterkommen. Wir sind in Gefahr! Schön, hier gibt es einen ewig langen Weg. Da oben ist nur eine Leiche. Margay Leonard ist hier. Es ist immer wieder lustig, wie irgendwelche random Toten hier in der Gegend rumliegen. Mein Bogen für die Rune. Geht es los? Ja, ich kann schon wieder meine Bevölkerung upgraden. Vielleicht werde ich dann mal ein paar Elite reinpacken, nachdem ich sie mit Lichtsilber abgegeben habe. Eine Einheit wurde aufgewertet. Jetzt, da ich ja eine zweite Mondsilbermine erschlossen habe, dürfte ich an die Rohstoffe recht leicht kommen. Und ja, mal gucken, wer bist du? Haltet euch nicht mit uns auf. Ihr müsst bis zum höchsten Punkt des Walles. Dort sind ihre Anführer. Sie haben meinen Vintus. Schnell! Wer ist Vintus? Mein armer Mann. Er ist unser Schreiber. Dieser Zauberer, dieser Mechlan, glaubt, dass er etwas über den Splitter weiß. Den Splitter? Ein Bruchstück eines magischen Gegenstandes. Mechlan sucht ihn. Sie haben meinen Vintus verschleppt und foltern ihn vielleicht wegen diesem Ding. Und der Anführer der Söldner ist auch dort oben? Ja, sein Name ist Kia. Ihr seid ein Krieger, bitte rettet meinen Mann. Ich versuche hier etwas Widerstand zu organisieren, aber wir sind nur einfache Bauern, müsst ihr wissen. Was wisst ihr über diesen Splitter? Vintus hat oft davon gesprochen, aber ich habe nie viel darauf gegeben. Irgendwer muss sich ja um die Feldarbeit kümmern, während er über seinen Büchern sitzt. Es heißt, Thorgin, der Gründer unserer Siedlung, brachte einst aus Mulandir einen wundervollen Splitter aus Glas mit. Er hütete ihn wie einen Schatz. Nach seinem Tod galt der Splitter als verschollen. Doch dieser wahnsinnige Mechlan glaubt jetzt, dass wir ihn verstecken. Ein Questbuch wurde aktualisiert. Ja, befreit den Schreiber. Margays Mann Vintus ist Chronist der Siedlung und weiß als einziger, wo das Artefakt versteckt ist. Die Söldner erhalten ihn am höchsten Punkt des Gottfalls gefangen und versuchen ihm das Geheimnis mit Gewalt zu entreißen. Wer ruft Platz? Macht Platz! Dann wollen wir sie nicht länger warten lassen. Oh, hier ist wieder ein Lager im Weg.
Zur Seite! Zur Seite! Ja! Das ist eine Falle! Ich höre! Mach Platz! Mach Platz! Das ist euer letzter Fehler! Mach Platz! Ganz ehrlich, die Leute sitzen hier auch ziemlich gut fest. Mach Platz! Ich höre! Ausgebildet. So, noch ein toter Kleriker. Ihr seid schwach! Ich höre! Ausstempel! Macht Platz! Wer ruft mich? Ausstempel! So, dann fangen wir erstmal alles ab, was von da oben kommt. Gucken mal kurz, was das hier für ein Ort ist. Sobald unser Avatar angekommen ist. Dong. Elendssegen! Welches Level haben wir nochmal? Lasst uns anfangen. Stufe 9, ja. Ach du meine Güte. Ist aber auch wieder eine Stadt. Wir sind in Gefahr. Das ist euer letzter Fehler. Zur Seite. Zur Seite. Es sind zu viele. Mach Platz! Aus dem Bild! Ja, verdrescht stehen da noch. Feinde! Zu den Bögen! Mehr davon! Los! Dann müssen wir halt wieder ein paar durchlassen. Und los! Bis zu unserer Defense. Mir nach! Mir nach! Ich hoffe, dass wir weiter oben mal wieder irgendwelche Monumente finden. Schnell! Sofort! Nicht für die Freiheit! Wir werden angegriffen! Wehrt euch, Schwester! Lasst sie nur kommen! Wer ruft mich? Vorsicht, Gegner! Sie kreisen uns ein! Kommt nur her! Ja, da... Wehrt euch, Schwestern! Standhalten, Männer! Lasst sie nur kommen! Es sind zu viele! Wir werden angegriffen! Mann, da kommen immer mehr. Wir sind in Gefahr! Lasst sie nur kommen! Ja! Diener der Nacht sind hier! Was ist eine Falle? Wehrt euch, Schwestern! Mehr davon! Los! Befehlt! Die Diener der Nacht das sind hier! Das ist euer letzter Fehler! Lustigerweise, meine Eismagerin lebt noch. Hey, Briarwolf Sergeant mit Fernkämpfer. Mehr davon! Los! Wehrt euch, Schwestern! Achso, das ist ein Sergeant, kein Corporal. Lasst sie nur kommen! Wohin soll ich gehen? Feinde! Zu den Bögen! Die Ahnen rufen uns! Hier wäre Eisen. Kommt nur Vorsicht, her! Gegner! Ich höre! Wolfszeichen, okay.
Das ist ein Hinterhalt! Standhalten, Männer! Noch ein Wolfszeichen. Befehlt! Ja, ich produziere doch mal nach. Vier hiervon, eine hiervon. Und sieben hiervon. Ja, zur Seite! Mir nach! Zur Ehre Aonirs! Vorwärts! Schnell! Lass die Bauern am Leben, ey. Das kommt jetzt langsam der Kategorie ungemütlich nach. Ich höre! Zur Seite! Zur Seite! Zur Seite! Wer hätte gedacht, dass uns jemand von diesseits des Walds zu Hilfe kommt? Als wir den Kampfeslärm von unten hörten, wuchs unsere Hoffnung auf Befreiung. Gebe Shanna, dass es noch nicht zu spät ist. Zu spät wofür? Meine Tochter Gwen ist schwer krank. Alle Wege in eine andere Stadt sind blockiert und ich hatte ohnehin nicht mehr viel von ihrer Medizin. Dann haben mir diese elenden Bastarde auch noch den Rest genommen. Falls ihr irgendwo bei den Söldnern eine Flasche findet, die nach Branntwein riecht, bringt sie mir, bitte. Wie geht es, Gwen? Noch ist ihr Zustand unverändert, aber ich fürchte, das wird nicht mehr lange so bleiben. Ist dies die Medizin? Ja, den Göttern sei Dank. Gwen wird leben, danke. Ich werde sie sogleich zu ihr bringen. Was wollt ihr als Belohnung? Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun. Ihr habt meine Gwen gerettet. Bringt eurer Tochter zuerst die Medizin. Die anderen Dörfer haben mir Güter geschenkt. Wenn ihr wollt, tut das Gleiche. Das werde ich. Ich schicke sofort einige Leute los und lasse euch bringen, was wir entbehren können. Ja, Questbuch aktualisiert ist die Quest. Ja, Gwens Medizin. Gwen, die Tochter des Dörflers auf dem Gottwald, ist schwer krank. Sie benötigt regelmäßig eine starke Medizin. Such Gwens Medizin. Die Söldner der Brierwölfe haben Gwens letzte Medizin gestohlen, weil sie diese für Branntwein hielten. Ohne diese Medizin ist bald um Gwen geschehen. Eile ist geboren. Gwen ist schwach und ihr Zustand verschlimmert sich. Sunder Dandu, Gwens Vater, wartet sehnsüchtig auf die Medizin. Sie sollte so schnell wie möglich zu ihm gebracht werden. Haben wir getan. Und wir haben Güter gekriegt. Da kommt der nächste Angriff. Geht es los? Kampfbereit! Schnell! Sie sind in der Stadt! Verhauen wir sie. Das ist eine Falle! Ja, jetzt müssen wir erstmal warten, bis der Angriff durch ist. Was soll ich tun?
Diener der Nacht sind hier. Wehrt euch, Schwestern! Das ist euer letzter Fehler. Die Diener der Nacht sind hier. Wow, kommt nur her! Also ja, da kommt noch ein bisschen was den Wall runter. Eisen brauchen wir jetzt nicht unbedingt, dass wir die Erde erschließen müssten.